Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie können mich soweit hören. Sollte das nicht der Fall sein, mal kurz kleines Feedback. Und okay, guten Abend. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Guten Abend, Frau Gerber. Uhr geht vielleicht nicht so 100% auf 18:30 Uhr. Und dann können wir auch anfangen. So, ich nehme an, Sie haben das gehört. Ich habe mir Wasser eingeschenkt, während der eine oder andere vielleicht sogar immer noch draußen im Biergarten verweilt. Beschäftigen wir uns heute Abend, und das finde ich auch ziemlich gut, dass sich doch da einige versammelt haben mit der Fundamentalanalyse und wollen dazu auch einen Blick in die Bilanzen bzw. einen Blick in die Jahresabschlüsse werfen, wie sowas funktioniert, beziehungsweise auch noch so ein paar Parameter, wie das Kursgewinnverhältnis ganz kurz anreißen, beleuchten. Ich darf mich kurz vorstellen für diejenigen, die es noch nicht kennen. Mein Name ist Peter Czeski. Ich bin Selbsthändler, handle auf meine eigene Rechnung, nicht für irgendein Bankhaus und auch nicht für irgendeinen privaten Vermögensstock und auch nicht in irgendeiner Form für einen anderen anders geartete Kapitalanlage verfolgt. Rein nur für mich, das zur Erläuterung. Wir wollen uns heute mit dem Thema, wie wir vorhin angekündigt haben, der Fundamentalanalyse, der Bilanzparameter und so weiter beschäftigen. Dann zunächst erstmal, wenn wir einsteigen, die allseits bekannte Risikowarnung, die wir jetzt besonders auch die Fundamentalanalyse vielleicht auch nochmal uns anschauen werden. Die gibt es nämlich bei jeder einzelnen Präsentation von einer Firma. Gibt es auch immer wieder den sogenannten Disclaimer. Das sind in dem Fall dann Forward-Looking Statements. Und hier heißt es erstmal bei uns Risikowarnung. Sprich, alles, was jetzt hier erzählt wird, ist keine Finanzberatung, soll auch nicht zum Handeln verleiten. Es geht rein darum, Ihnen Informationen über eine gewisse Analyse, ein Analyseprozedere zu bieten und Sie in irgendeiner Form mit der sogenannten Finanzbildung zu versorgen. Zunächst einmal, das ist der Stand hier noch von 14 Uhr von heute, wenn man mal guckt. Auch sind wir im negativen Bereich, was den deutschen DAX als Leitindex hier angeht, und Eurostoxx und auch Dow Jones. Der Standard & Poor's 500 entwickelt sich ganz gut bis jetzt noch im Vergleich zu dem Rest. Heute ging es auch wieder ein Stück hoch nach 15-16 Uhr. Großer Verlierer 2014 bis dato sind die asiatischen Börsen, hauptsächlich hier der Nikkei aus Tokio und der Hang Seng aus Hongkong. Und trotz kurzzeitigen Verlusten gestern hauptsächlich, nach der FED-Sitzung mit Frau Yellen, die ja eine Zinserhöhung in Aussicht gestellt hat, ab 2015 erst, gab es halt auch schon die ersten Positionen, die man erstmal glattgestellt hat. Und Euro-US-Dollar hat sich bis dato das ganze Jahr gerade mal mit 0,7% gehalten, im Plus noch. Wir wollen uns mit der Fundamentalanalyse beschäftigen. Das sind im Kern so die Methoden der Bilanzanalyse, und das sind im Kern auch Kennzahlen. Es gibt Kurs-Gewinn-Verhältnisse, Kurs-Buchwert-Verhältnisse, Kurs-Umsatz-Verhältnisse, auch ein Kurs-Cashflow-Verhältnis, die Gesamtkapitalrenditen, Eigenkapitalquoten. Das sind alles Punkte, die man bei einer Fundamentalanalyse, bei einer Bilanzanalyse, wie man sie dann auch nennt, im Direkten, sich anschaut. Und wie es auch so ist mit der Fundamentalanalyse, ist es auch ähnlich der technischen Analyse. Jedes Mal, wenn wir eine Analyse aufgrund von Fundamentaldaten, sprich einen Blick in die Bilanz werfen, sehen wir genauso wie bei der technischen Analyse,
beim Chart ein Bild von gestern. In dem Fall der Bilanzanalyse teilweise sogar ein noch leicht veralteteres Bild, weil die Bilanz, sofern sie jetzt nicht gleich am Tag zuvor herausgegeben wurde, ja schon ein paar Tage oder Wochen, je nachdem, wann gerade der Kursdatum ist, ein paar Monate schon alt ist. Also man blickt natürlich in irgendeiner Form dann auch dort in die Vergangenheit. In die Zukunft kann man leider nicht blicken. Da würden wir wahrscheinlich woanders sitzen. Die Hauptsache ist, dass man sich aufgrund dieser Bilanzanalyse natürlich auch ja, mit den Kennzahlen beschäftigen kann im Vergleich mit den Bilanzanalysen der letzten Jahre. Man kann sich den Jahresabschluss anschauen, den Geschäftsbericht anschauen und das natürlich nicht nur vom aktuellen, sondern auch von den letzten vergangenen Jahren und dann eine Tendenz an der Entwicklung auch erkennen. Wie das immer so schön formuliert wird, viele Wege, alle Wege führen nach Rom, wie es schon heißt. Mit der technischen Analyse, der Chartist richtet sein eigenes Augenmerk auf den Kurzverlauf. Er sieht irgendeiner Form, was gestern oder was in den letzten Zeitraum im Chart passiert ist, wie der Kurs sich ab gewissen Kurspreisen, Kursverläufen gegeben hat. Und er konzentriert sich dabei rein auf die Bewegung und nimmt die Indikatoren, die technischen Indikatoren zur Hilfe, um sich dort einen möglichen weiteren Kursverlauf ja, indizieren bzw. indizieren zu lassen. Der Investoranleger Trader, der verschiedene Methoden der Bilanzanalyse, ja, der Kursanalyse, quasi die Geschäftsberichte wählt, sondern auch andere Fundamentaldaten wählt, die auch nicht nur in der Bilanz stehen, sondern auch makro- und mikroökonomische Geschichten, versucht sich natürlich auf diese Weise die Kennzahlen auseinanderzusetzen und auch Cashflows in irgendeiner Form zu berechnen bzw. zu prognostizieren. Und aus dieser Analyse her versucht er sich dann halt eben das neutrale Bild über das Unternehmen, was er analysiert, zu machen. Und als Ergebnis dieser Analyse versucht er eben diese Diskrepanz zwischen dem errechneten Wert und dem tatsächlichen Wert am Kurs abzulesen. Wer fundamental Aktien beispielsweise, wir wollen uns jetzt hier auch gerade mal auf Aktien konzentrieren, analysiert, der achtet natürlich auf den längerfristigen Kursverlauf. Er guckt sich zumindest an, woher kommt denn der Kurs. Wenn ich heute Beispiele anbringe, dann möchte ich gerne das Beispiel, wie ich das auch in alten Webinaren gemacht habe, gerne das Beispiel RWE beibehalten, den DAX-Wert RWE. Das hat nicht den Grund, weil es alles so einfach und so lustig ist, das da herauszufinden, weil man hat jetzt sich einfach mal diesen einen Raum gesucht und den möchten wir als Beispiel jetzt einfach mal behalten. Während jetzt der technische Analyst sein Kursziel rein jetzt von Indikatoren, Widerständen und Trendlinie ableitet, berechnet man jetzt anhand der Fundamentalanalyse die Kursziele mit den genannten Parametern, die in der Bilanz später noch jetzt aufgewiesen werden. Und die Kursziele, die Analysten von Banken beispielsweise machen auch nichts anderes wie technische Analysten. Sie geben Kursziele aufgrund dieser Parameter, die wir herausgefunden haben, herausgelesen haben, herausanalysiert haben aus der Bilanz, an die Öffentlichkeit weiter. Und dadurch ist natürlich auch in irgendeiner Form der Einfluss auf die jeweilige Aktie da. Wenn jetzt beispielsweise Sie sich vorstellen, es gibt hier ein Bankhaus, was jetzt nicht gerade unbekannt ist, was auch für seine Prognosen relativ bekannt ist, also treffsicherer Prognosen bekannt ist. Und ich habe jetzt hier mal die Analyse des Bankhauses XY gewählt, die hier Metro jetzt mit einem Kursziel nimmt. Könnte man genauso gut unser Beispiel RWE sagen. Und denen ein Kursziel von 35 Euro genehmigt und das Rating auf Buy setzt. Zuvor hat dasselbe Bankhaus das Rating auf Neutral gehabt. Also es ist auch dort eine Anpassung nach oben. Und insofern der Ton ist, der kommt nicht rüber, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier gerade. Bitte wirklich hier ein Teil verdeckt. Normalerweise war das nicht so. Wie kann das sein? Sonst hatten wir das nicht das Problem. Sieht jeder die Folie? Sieht jeder die Folie sehr gut?
Okay, das sollte jetzt nicht mehr der Fall sein, das sollte jetzt nicht sein. Jetzt ist okay. Okay. Gut, dann machen wir jetzt hier einfach weiter. Wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben? Genau, die Kursziele hauptsächlich, wenn jetzt ein Bankhaus, ein bekanntes Bankhaus, ein Kursziel herausgibt, das kann man entweder in den aktuellen Meldungen im Bereich der DPA und so weiter lesen oder auch Datensheet der DWS oder beispielsweise auch draußen in den Nachrichten. Der eine oder andere wird sogar vielleicht ein Periodikum wie die FAZ oder vielleicht auch die Börsenzeitung oder in irgendeiner Form auch lesen, und dort werden natürlich auch solche Geschichten publiziert. Und das hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Aktie. Das ist wie bei der technischen Analyse mit irgendwelchen Indikatoren, oder auch Fibonacci-Retracement, die da sehr stark Bewegung haben. Das ist auch so eine sogenannte selbsterfüllende Prophezeiung. Da kann es schon mal passieren, dass ein Kursziel komischerweise an einem Tag sogar kurz angerissen wird und dann vom Markt wieder abgekauft wird. Also wenn wir jetzt beispielsweise gucken, bekannte Investmentbanken, die jetzt hier aufgelistet werden, und wenn die sich jetzt einen DAX-Wert oder auch MDAX oder TecDAX-Wert auswählen und den heraufstufen oder auch deutlich heraufstufen, dann werden da auf jeden Fall die ein oder anderen Anleger in der Form noch wieder draufspringen und diese Meldung auch intraday oder auch mehrere Tage hindurch handeln. Und dadurch kommt halt eben dementsprechend der Druck auf das betreffende Wertpapier. Das kann natürlich aber auch nicht nur steigen, sondern das kann natürlich auch fallen Kurse münzen. Sprich, wenn einer plötzlich eine Gewinnwarnung bzw. eine Rating nach unten absetzt, sprich, man sagt von Buy, setzt man abrupt auf Sell. Das kommt zwar sehr selten vor, aber hin und wieder überrascht einem auch der Kapitalmarkt da nicht. So, neben den reinen Elementen, die ich eben angesprochen habe, kommen da auch die mikro- und makroökonomischen Daten dazu. Das ist auch die Zinsentwicklung. Das kann man auch auf den Gesamtmarkt jetzt mal oder auf den Index wie den DAX jetzt sehen oder auf den Dow Jones sehen. Das hat man jetzt gerade gestern wieder gesehen, wenn es darum geht, Zinsen sollen angehoben werden, auch wenn sie noch in einem absolut kleinen Bereich sind und nur in Aussicht gestellt wird, dass Zinsen angehoben werden. Wird man da erstmal ganz, ganz kurz im Markt zurückschrecken und Aktien stückweise verkaufen, was an dem Tag der Sitzung von Frau Janet Yellen, der FED-Präsidentin, ja auch passiert ist. Die aktuelle Prognose heißt, dass es im Jahr 2015, August bis September, Oktober angeblich Zinsentwicklungen in den USA, Zinsanpassungen nach oben in den USA geben wird. Das haben in den letzten 2, 3 Monaten bereits schon die sogenannten Fed Funds Futures Rates, also die Zins Futures, eingepreist. Das konnte man sehen, ab August, September wurde da beim Markt mit den ersten Zinsen mit 0,5 bis 0,75 gerechnet. Wenn wir allgemeine Grundlagen, Methoden, Instrumente, die Technik der Analyse von Jahresabschlüssen genauer betrachten, müssen wir uns natürlich fragen, warum machen sie das überhaupt? Die Unternehmen, die machen sich ja nicht umsonst diese ganze Arbeit, diese ganzen Zahlen zusammenzutragen, möglichst viele Menschen mit diesen Zahlen zu verwirren. Nein, das ist nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Das ist auch Sinn und Zweck der Geschichte, dass sie selbst alle einen Überblick ihre Zahlen haben, über ihre eigene Vermögenslage haben. Und das ist quasi das Grundstückchen der quasi der Beginn einer Geschäftstätigkeit, dass man sich mit seinen eigenen Zahlen gut auskennen muss. Wenn man seine eigenen Zahlen nicht kennt, wie will er die Stellschrauben für die Zukunft stellen? Und das ist auch bei den Jahresabschlüssen, bei auch Quartalsberichten, bei allen Berichten der Fall. In diesen Berichten, wo die Bilanzgewinn-Verlustrechnungen und so weiter natürlich reingepackt werden, gerade wie hier beim Jahresabschluss, plus diesen Lagebericht. Und das ist natürlich auch nicht einfach aus dem Himmel irgendwo gefallen und irgendwo herausgezogen, sondern das ist gemäß des Handelsgesetzbuches auch geregelt. Diese Konzernjahresabschlüsse, die mit Kapitalflussrechnung kommen und Eigenkapitalveränderungsrechnungen dazu. Und dementsprechend kann auch noch eine Berichterstattung hinzukommen. Also sehen wir jetzt mal beispielsweise das Beispiel RWE wieder. Dann kommen in dem Geschäftsbericht, in dem Jahresabschlussbericht 2013, kommen dann halt noch die ganzen einzelnen Segmente,
von dem RWE-Konzern hinzu, die halt einzeln nochmal ausgewiesen werden. Dann kann man sehen, welches Segment, Bereiche besser performen und welche schlechter performen. Das ist jetzt gerade im Zuge auch bei dem Beispiel RWE ganz interessant, die ja beabsichtigen, die DEA an einen russischen Investor zu verkaufen. Schauen wir mal gerade rein. Gut. Was die einzelnen Unternehmen angeht, da ist es ja letzten Endes die Sache, dass gerade für Einzelunternehmen, Personenhandelsgesellschaften, diese Jahresabschlüsse nicht veröffentlicht werden. Das ist natürlich auch klar in diesen Formen. Da wird keine draußen Öffentlichkeit informiert. Es gibt keine Aktionäre in diesem Fall, die da draußen Aktien handeln. Das ist rein für den jeweiligen Personenhandelsbereich selbst. Dient, wie es so schön hier heißt, der Ermittlung des Periodengewinns und der reinen Selbstinformation. Und hat natürlich gerade auch was das Finanzamt angeht, und Dokumentationsfunktion, sprich, müssen ihre Bücher letzten Endes ja auch vorlegen können. Bei den Kapitalgesellschaften und vor allem natürlich bei den gehandelten Kapitalgesellschaften, durch Aktiengesellschaften, ist das natürlich anders. Da dient es natürlich auch Ermittlungen von ausschüttungsfähigen Gewinnen und unter Aspekten der Kapitalerhaltung und des Gläubigerschutzes und so weiter. Sicherstellung einer Mindestausschüttung und natürlich geht es auch darum, in irgendeiner Form Aufsichtsstellen zu zeigen, hier unsere Bücher sind die und die, mit den Kennzahlen, und dort besteht auf jeden Fall nicht das Risiko einer Insolvenz. Wie ist es so schön in den letzten Jahren immer gewesen, der eine oder andere hat dann eine vorwurfliche Konkursverschleppung vorwerfen lassen müssen. Das kann man natürlich anhand dieser ganzen Dokumentationspflichten und Publizitätspflichten auch schön beweisen. Konzernabschlüsse werden in Deutschland nach HGB gemacht. Eigentlich bei kleineren Gesellschaften, bei den ganzen großen Konzernen, also bei DAX-Konzernen und so weiter. Seit 2005 gilt hier das sogenannte International Financial Reporting Standard Scheme, also das IFRS. Die Konzernabschlüsse werden gemäß dieses IFRS gemacht. Die US-Konzerne machen das nach US GAAP. Das ist ungefähr gleich, ungefähr. Das ist kein gerechtes Wort. Natürlich gibt es Unterschiede, aber die würden absolut viel, viel zu weit führen. HGB-Methode, gibt es auch wieder Kritiken. Also es hat jede Bilanzversion hat seine Vorteile und Nachteile. Wer zum alten Eisen da gehört, sagt das gute alte HGB mit seinen Methoden, ist trotzdem noch eines der besten, aber gut, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wenn wir eine Jahresabschlussanalyse machen, dann ist das letzten Endes nur, wir wollen in irgendeiner Form eine Prognose der künftigen Ertragskraft des Unternehmens für uns bekommen. Wir wollen aus dieser Bilanz, aus dieser Jahresabschlussanalyse herauslesen, wie es dem Unternehmen gerade geht, wie es dem Unternehmen in dem jeweiligen Geschäftsjahr geht, und wollen natürlich dann das vergleichen auch mit vorherigen Geschäftsjahren, mit den Einzeldaten dieser vorherigen Geschäftsjahre. Das sind Einzelpunkte aus der Bilanz herausgegriffen, wie Dividendenausschüttungen, wie sogenannte Equity per Share, sprich Dinge wie beispielsweise die sogenannten EBITDA und so weiter, zu denen wir nachher noch kommen werden. Also diverse Kennzahlen, die aus der Bilanz herauskommen, die es uns in irgendeiner Form ja auch ermöglichen, die Jahre und die jeweiligen Quartale miteinander zu vergleichen. Wir sehen also auf diese Art und Weise Stärken und Schwächen eines Unternehmens. Die Jahresabschlussanalyse ist hier nochmal extra ausgewiesen, und ich merke, dass man das als kleine Zusammenfassung für sich verbuchen kann, als systematisches Verfahren und als Ausschöpfung und Verarbeitung des Informationspotenzials, sprich Bilanzgewinn- und Verlustrechnung, Anhangslagebericht. Und damit das auch nicht hier, ich weiß, dass das ein ziemlich trockenes Thema ist, damit das hier in der Form auch noch kurz gezeigt werden kann, öffne ich ganz kurz mal ein Fenster hier in dem Bereich. Ich nochmal hier ein paar Daten da abgetreten und da abgetreten. Sagen wir mal beispielsweise hier unser Beispiel RWE. Das ist ja ganz einfach für jeden zu finden, über Google Website öffnen.
auf jedem und wirklich jedes Unternehmen, vor allen Dingen in den Größen von DAX, DAO und so weiter, bieten das alles auf ihrer eigenen Webseite auch an. Man braucht da auch gar nicht zurückschrecken, da einfach drauf zu klicken. Investor Relations, schon findet man den kompletten Bereich, der dafür für die Fundamentaldaten verantwortlich ist und findet Berichte, Zahlen, Fakten und so weiter und findet aber auch die letzten Jahre, indem man einfach Berichte klickt hier. Dann sehen Sie die aufbereitet, beispielsweise bis zurückgehend auf 2003, also die letzten 10 Jahre hier ausgewiesen, können Sie alle einzeln aufrufen. Natürlich auch jederzeit können Sie Dinge vergleichen und auch Fundamentaldaten aus der CBS rausziehen, indem Sie jede einzelne einen Wert zum Beispiel anklicken. Da ist jetzt Cisco Systems hier jetzt mal mit Doppelklick draufgeklickt. Kriegen Sie hier Kurswert und Volumen und so weiter, Dividendenbewertung, Finanzstärke, Erträge, Sie kriegen die ganzen Kennzahlen ausgeworfen. Das in dem Fall, wenn Sie dieses Abo, dieses Reuters-Fundamentals-Abo haben, da können Sie sich gerne beim Linkservice erkundigen, wie Sie das einstellen bzw. dazu buchen können. Für diejenigen, die das dazu gebucht haben, soweit, ja, dann kein Problem. Wir machen das jetzt hier mit DAX, mit RWE nochmal, klicken mit der rechten Maustaste auf die jeweiligen Informationen. Dann können wir hier in dem Bereich auch auf Firmenfundamentaldaten klicken. Das ist hier dieser kleine schöne Button. Öffnet sich ein Fenster und es gibt eine schöne kleine Zusammenfassung über den jeweiligen Aktien, den Sie gerade angeklickt haben. Das jetzt nun mal dazu, dass das auch alles hier aufbereitet ist. Also das ist jetzt kein Hexenwerk. Daten brauchen Sie sich alle nicht mühsam selbst zusammentragen. Das ist klar schon mal. Das finden Sie auf jeden Fall hier. Grund, warum ich das beispielsweise jetzt über diese Homepage hier nochmal gezeigt habe, ist hauptsächlich, dass man natürlich dadurch auch nochmal zusätzlich die Fehlerquelle reduziert, weil hier haben Sie genau das Originaldokument vom jeweiligen Emittent, sprich von dem Herausgeber dieser Akte, der RWE selbst. Ja, wenn Sie jetzt sehen, jetzt Geschäftsbericht, 8 Megabyte ist natürlich nicht gerade wenig. Sie sehen, das sind 240 Seiten. Da wühlt sich natürlich kein Mensch da durch. Das ist natürlich alles viel zu viel. Sie sehen allein, wie lange das lädt. Sie sehen auf jeden Fall aber bei diesen Dokumenten immer wieder ganz einfach Übersichten. Die sind alle natürlich am Anfang, wie bei dem Buch. Es gibt eine kurze Einweisung. Es gibt einen kurzen Index, eine Seitenangabe. Und dann sehen Sie anhand von den jeweiligen, ne, das ist ja hier ein bisschen schön bunt aufbereitet von gerade. Schöne Bilderchen. So, und dann sehen Sie spätestens hier, ab Seite 3 kann man den Inhalt, das ist bei jedem Geschäftsbericht, das ist bei jedem Quartalsbericht so, das ist bei jedem Jahresabschluss so, Sie können dort alle einzelnen Zahlen für sich herausziehen und sogar noch Prognosebericht sehen Sie. Sie sind also auf jeden Fall da, genau wie die Regeln das vorgeben im HGB und in den jeweiligen Bilanzregelungen, steht alles drin, was da drin stehen muss. Das machen die auch nicht freiwillig, das müssen Sie machen. Sie müssen eine Prognose abgeben, Sie müssen einen Lagebericht fertigen, Sie müssen auch bei den sogenannten Bilanz- und bei der Jahresabschlussanalyse, Sie müssen einen Anhang ausweisen. Sie sehen hier beim Konzernabschluss steht das alles drunter. Veränderung, Anhang, Aufstellung, Organe und so weiter. Das ist alles vorgeschrieben und dementsprechend hält man sich daran. Es ist sogar vorgeschrieben, 5 Jahresübersichten zu machen und einen Finanzkalender auszuweisen, damit die Anleger draußen auf jeden Fall sehen können, wann ist die HV die nächste, wann werden die nächsten Quartalsberichte bekannt gegeben. Wann ist dort für den nächsten Quartalsbericht der Conference Call mit den Analysten anberaumt? Sie werden dort überall alles sehen. Also sprich, es ist keine Hexerei, alles extra ausgewiesen. Ne? Ich auf das so. Das Gleiche, was ich vorhin noch kurz angesprochen habe, ob wir jetzt auf den Überblick nochmal zurück. Ob wir zum Beispiel auf den Factsheet gehen und da sehen Sie auch, RWE ist natürlich auch ein international agierendes Unternehmen, sprich, da wird auch ganz schnell alles Englisch. Und genauso ist das auch, wenn Sie jetzt Analyst sind oder wenn Sie auch nur interessierte Anleger sind und tatsächlich durch irgendeine Möglichkeit sich damit reinhängen, dann kriegen Sie eine Präsentation, sprich, Ihnen wird eine Aktie schmackhaft gemacht.
Und für Ihre Präsentation, was ich vorhin am Anfang sagte, gibt es auch hier nochmal dieses sogenannte vorgezogene Statement, wo auf die Risiken und so weiter hingewiesen wird, dass natürlich Prognosen auch scheitern können. So ist das mit der technischen Analyse auch, weil auch dort gibt es überall Disclaimer. Überall gibt es Disclaimer. Und da wird Ihnen dann halt hier vorgestellt, in welchen Bereichen das Unternehmen tätig ist, welche Meilensteine in den Jahren 2013 und auch welche Ausblicke 2014 in irgendeiner Form auch schon einigermaßen treffbar formuliert wurde. Sie sehen diverse Zahlen, diverse Umsätze, und Sie sehen auch in irgendeiner Form, ich habe mich da vorhin schon mal durchgescrollt, dass da auch schon der Bereich des Verkaufs der DEA avisiert ist. Da kann man jetzt auch fundamental nochmal schön darauf zu sprechen kommen, inwiefern das bei so einem Konzern als verkaufte Tafelsilber draußen vom Markt kommentiert wird und auch gehandelt wird. Oder als eine richtige Entscheidung, den Konzern neu auszurichten und Teilbereiche des Konzerns herauszukaufen. Auch das ist Fundamentalanalyse. Das gehört auch dazu. Gut, da gehen wir jetzt wieder weg und gehen wieder zurück in die Präsentation. Sie sehen also, das sind alles Dinge, das sind alles Dinge, die Sie von wirklich jeder Firmenseite und auch von der TWS über die Fundamentals sich herleiten können. Das sind alles Kennzahlen, die Sie dort herauslesen können. Es ist auch genauso wie die anderen Analyse-Approaches, wie die technische Analyse oder Sentiment-Analyse, keine Hexerei. Sie sehen viele Fragezeichen. Das ist am Anfang, gerade wenn die Fundamentalanalyse erklärt wird, vor allem mit den vielen Einzelbegriffen, die natürlich auch fast schon ins Steuerrecht gehen oder auch ins typisch in die betriebswirtschaftliche Lehre, natürlich sehr, sehr viel Fachthermik. Das sind viel zu viele Fachbegriffe. Und die kommen natürlich von heute auf morgen auch nicht, die setzen sich auch nicht von heute auf morgen bei jedem, wenn er sich nicht da vielleicht sogar durch seinen Beruf schon eine relativ lange Zeit mit auseinandergesetzt hat. Diejenigen, die das halt eben nicht getan haben, denen haben das erstmal am Anfang schwer, müssen sich da schon ein bisschen reinarbeiten. Wen interessiert so eine Bilanzanalyse? Neben uns als Trader, Analysten interessiert das natürlich. Neben uns als Trader sind das vor allem die Anteilseigner da draußen, Fondsgesellschaften, Gesellschafter und so weiter und auch mögliche neue Anleger, die sich diese Daten angucken. Das interessiert natürlich auch Kreditgeber, Banken oder auch in irgendeiner anderen Form Kapitalanlagegesellschaften, die Gelder zur Verfügung stellen. Sprich, wenn RWE Geld draußen am Markt in irgendeiner Form beschaffen will, müssen Sie natürlich auch den jeweiligen Kreditgeber, aber auch beim Lieferanten, Kunden und so weiter überzeugen, ob Sie es wert sind, dass man sich das quasi mit ihnen auseinandersetzt. Arbeitnehmer, Gewerkschaften und so weiter natürlich auch, die beschäftigen sich auch mit diesen Daten, um natürlich andere Ansprüche herzuleiten. Die Öffentlichkeit interessiert das in irgendeiner Form auch. Die Öffentlichkeit, darunter sind auch Presse und so weiter natürlich zu verstehen. Die ganzen Berichte unterliegen alle dem Grundsatz der Publizität, sprich, also da wird alles nach außen hin getragen. Und natürlich die Unternehmensleitung. Aber vor allem natürlich wir Händler, wir Engagierte am Kapitalmarkt und natürlich in erster Reihe die Analysten und Fondsmanager. Und gerade diese Analysten und Fondsmanager, die man oft ja auch in Verruf bringt und auch brachte, sind eigentlich auch mitunter dafür, ja, zuständig und auch in der letzten Zeit zuständig gewesen, dass da immer mehr Publizität drin herrschte. Also den Kunden genommen ist das auch denen zu verdanken, dass dort immer mehr Informationsquellen frei auch offen verfügbar sind und sprich, dass die Grundsätze der Publizität immer weiter ausgeweitet wurden. Mal gerade einen Schluck trinken, Entschuldigung. Für diese Konzernrechnungslegung mit IFRS und US GAAP können Sie zum Beispiel jederzeit auch nochmal den jeweiligen Index der Quartalsberichte und auch in den Jahresabschlussbericht schauen. Dort sehen Sie ganz genau, wie bilanziert wird. Wenn Sie natürlich jetzt eine RWE haben, haben Sie jetzt die IFRS-Rechnung. Wenn Sie jetzt eine Aktie haben, wie beispielsweise Nike oder Twitter oder Facebook oder was auch immer, haben Sie in dem Fall natürlich US GAAP. Oder G-App. Wer also quasi analysiert, der wird wirklich auch dann auch schnell feststellen, dass es mit einem Bericht
tatsächlich nicht getan hat. Sie werden die Berichte schon irgendwann von selbst vergleichen wollen, weil sie mit den Zahlen allein von einem einzigen Quartal oder von einem einzigen Jahr da nicht viel anfangen können, weil sie sehen keine Entwicklung. Sie sehen ja nur die Zahlen von einem Jahr, sprich sie können sie nicht vergleichen. Deswegen sind diese Jahresabschlussanalysen der Vorjahre in dieses Research immer mit einzubeziehen. Und dort können Sie natürlich Gesamtumsatzzahlen eines Konzerns dann sehen, wie die sich entwickelt haben über die letzten beispielsweise 3, 4, 5 Jahre. Sie können beispielsweise auch sehen, wie die einzelnen Steuerkennzahlsdaten, beispielsweise EBIT, EBT, EBITDA und so weiter sich verändert haben und natürlich auch die Eigenkapitalkurve und hauptsächlich Kerndaten wie Dividendenausschüttung und das sogenannte Kursgewinnverhältnis. Wir können daran alles auslesen. Beispielsweise jetzt der Grundsatz der Publizität, die ich Ihnen genommen habe, gezeigt habe, Sie finden das alles frei da draußen. Wenn Sie Fundamentaldaten analysieren, können Sie natürlich auch Hauptversammlungsreden, Pressemitteilungen der Konzerne und so weiter zusätzlich screenen. Rein nur aus Interesse und rein auch nur, was der Vorstand beispielsweise in einem aktuellen Bericht spricht. Das kann nicht immer ganz uninteressant sein. Also da kann man sich auch noch ein paar zusätzliche Informationen herausziehen. Es ist auch in irgendeiner Form auch möglich, dass man bei den Firmen dann die Konkurrenz vergleicht. Ob man jetzt das Beispiel RWE nimmt man jetzt beispielsweise E.ON dazu oder INBW oder beispielsweise Vattenfall oder auch andere internationale Firma, die da im Bereich Utilities, also Stromversorger und so weiter und Energieversorger tätig ist in diesem Bereich. Und dort kann man dann einen sogenannten Peer Group Vergleich erstellen. Natürlich kann man auch jetzt, wenn man rein nur auf die RWE guckt, wo erzielt die ihre Umsätze, quasi geografische Verortung, wo ist das Hauptgeschäftsgebiet, RWE wird in dem Fall wahrscheinlich in Deutschland sein. Beispielsweise kann man dann auch internationale Konzerne sich mal angucken, aus dem DAO, wie beispielsweise Nike, wo man immer wieder überrascht ist, dass US-Konzerne doch einen beträchtlichen Teil innerhalb der USA erzielen. Also im Fall von Nike sind es 50% oder 45, glaube ich. Also das ist jedenfalls ein überwiegender Teil und das ist sehr oft bei US-Konzernen so. Es ist wie bei jeder Analyseform, es gibt keine absolut sichere und keine 100% wasserdichte Erklärung, wie eine Aktie sich aufgrund dieser fundamentalen Analyse nun zukünftig entwickeln wird. Aber man kann in irgendeiner Form wenigstens Entwicklungstendenzen sehen und man kann auch Fehlentwicklungen sehen. Und man kann Auffälligkeiten erkennen. Und deshalb macht man so ein Research überhaupt. Deswegen beschäftigt man sich mit so einer Aktie mal wirklich bis ins letzte Detail. Und Sie werden sich wundern, Profis, die machen das auch nicht innerhalb von 10 oder 15 Minuten, dass sie sich irgendwelche Kernzahlen mal einfach da so rausgucken, sondern die nehmen sich dafür relativ viel Zeit. Das kann von einem Tag bis auch auf mehrere Tage sein. Es kommt ganz darauf an, welches Interesse dahinter steht. Wenn es darum geht, mehrere Millionen in irgendeine Firma zu investieren oder auch noch größere Beträge, wird man sich mit Sicherheit etwas länger damit beschäftigen, als wenn man nur 100 oder 200 Aktien verkauft. Was kann man also anfänglich dort hineinpacken in diese Analyse? Was gehört einfach da rein, bevor man komplett in die Tiefe geht? Sie schauen sich die sogenannten Eigentums- und Kapitalverhältnisse der jeweiligen Aktie an, sprich dieser Gesellschaft an, im Beispiel RWE. Sie schauen sich an, wer ist Eigentümer dieser Gesellschaft hauptsächlich, wie viel Prozent liegen in institutioneller Hand, wer sind dort die Anleger, prozentual, wie viel ist die Gesellschaft selbst noch investiert in ihre eigenen Aktien, wie viele eigene Aktien werden also behalten. Gibt es eine Mitarbeiterbeteiligung, wie viel Prozent betrifft das und wie viel Anleger sind beispielsweise im Ausland oder auch im Inland davon. Das sind alles Daten, die auch in den jeweiligen Geschäftsberichten ausgewiesen werden und auch in Quartalsberichten teilweise sogar ausgewiesen werden. Unter anderem werden diese Daten auch noch über Servicedienstleister natürlich ausgewiesen, ganz praktisch für die Profis sowieso.
Ob das jetzt Reuters-Terminals sind, Bloomberg-Terminals oder sonst was, die werden wir uns nicht leisten, weil sie einfach wesentlich zu teuer sind. Wir können uns diese Daten herausziehen. Die meisten Daten, die wichtig für uns sind, gibt es ohnehin über diese TWS-Funktion, die ich Ihnen gezeigt habe. Sie können in diesen Bilanzen auch die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sehen, in irgendeiner Form auch verbundene Unternehmen, in Klammern sogar Firmen, die ja quasi beteiligt sind. Sie können auch sehen, in welche anderen Firmen, in dem Beispiel jetzt beispielsweise RWE investiert ist und beteiligt ist. Hier beim Beispiel RWE ist es zum Beispiel auch Heidelberger Druck, zu immerhin 3%, das ist ja nicht gerade wenig. Und Sie können natürlich auch Konkurrenz und Branchenverhältnisse da herauslesen. Sie können die Geschäftsentwicklung herauslesen. Und die Formalien, die Sie jetzt beispielsweise dazu beachten haben, noch bei einem Geschäftsbericht, Jahresabschlussbericht, Sie sehen dort ein Testat, da gibt es einen Wirtschaftsprüfer, Abschlussprüfer, der hat testiert, dass er die Zahlen geprüft hat. Das ist ein ganz gutes Gefühl, glaube ich. Wenn wir eine der großen Gesellschaften haben, die darunter stehen, sei das jetzt eine KPMG, eine Ernst & Young oder von mir aus auch irgendeine anders geartete Firma. Und diese Testate geben dann noch ein zusätzliches Boni drauf. Das ist eigentlich relativ wasserdicht ist, was da im Zahlenwerk steht. Bericht des Aufsichtsrates darf natürlich auch nicht fehlen. Und eine sogenannte Auswertung des Anhangs, also sprich die Erläuterungen noch zu der jeweiligen Jahresabschlussanalyse. Wer hier immer noch nicht genug hat, der geht da detaillierter rein und macht eine Umsatzanalyse, guckt an, wo die jeweiligen Bestandsveränderungen sind. Da gibt es sehr, sehr viel aufwendige Einzelpunkte. Sie sehen, das ist hier eine relativ lange Aufreihung. Aufbruchstruktur, Kennzahlen, Materialaufwand, Materialintensität. Kommt natürlich auch noch abhängig von dem jeweiligen Basiswert, den Sie gerade untersuchen, an, ob es überhaupt dann Abnutzung und so weiter, Abnutzungserscheinungen bei Werten und so weiter gibt. Ist natürlich auch ein Unterschied, ob Sie eine RWE untersuchen oder beispielsweise eine Commerzbank oder eine Deutsche Bank. Personalaufwand, Personalintensität, wenn Sie auch sehen, wie viel, Sie können sogar errechnen und auch errechnet haben, dass da sehen Sie so, beispielsweise sogar die jeweiligen Gewinne, die ein Mitarbeiter in irgendeiner Form dann als Gewinn erbracht hat oder nicht erbracht hat. Also man kann alles errechnen daraus. Die Frage, ob in das in diesem Fall dann weiterkommt, das ist ein Stück zu viel dann. Also in diesem Fall würde ich als Privatinvestor sagen, das schalte ich ab. Das reicht mir, wenn ich diverse Kennzeichen, die Sie hier, die sogenannte Before-Familie, mir angeschaut habe. Vier Stück, EBT, EBIT, EBITDA und EBITDA, die sich nahezu durch die englische Sprache selbst erläutern. Es geht hauptsächlich um diese sogenannten Gewinne vor Steuern, vor Zinsen und so weiter. Die habe ich Ihnen hier nochmal kurz aufbereitet. Das sind die jeweiligen Spalten, die einzeln ausgewiesen sind. Hauptsächlich die zwei, die man sich sehr oft anschaut, ist das sogenannte EBIT und auch das EBITDA. Wir wollen es hier bei dem EBIT in der Form hier belassen, weil es einfach zu viel in die Weite führt. Also Sie sehen das in der Bilanz für das Jahresergebnis. Das ist der sogenannte Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag plus der Steuer vom Einkommen und Ertrag plus oder außerordentliche Aufwendung der Pflege plus Zinsaufwand zusammen dann ausgewiesen. Es ergibt dann in der Form dann eine Summe und die können Sie natürlich auch in den jeweiligen Quartalen und in den jeweiligen Jahren immer miteinander vergleichen. Das heißt, Sie vergleichen Kennzahlen wie die Gesamtumsätze, Kennzahlen wie EBIT und EBITDA, wie auch vielleicht auch, und vergleichen dann dazu noch die Eigenkapitalentwicklung. Sogenannte Rentabilitätsbetrachtungen. Schauen wir mal gerade hier. Gut. Nicht, dass ich irgendeine Frage verpasse. Wenn man jetzt die genaue Bilanzlage und Finanzierungslage bei Konzernen dann noch betrachtet, also sprich nochmal gerade auf dieses Eigenkapital, auf die Eigenkapitalquote, dann kann man natürlich auch sehen, in welcher Form nutzen die Konzerne, also sprich die, wenn man jetzt hier als Beispiel General Electric jetzt mal genannt, inwiefern nutzen die Konzerne auch überschüssiges Kapital über langen Zeitraum beobachtet,
festgemacht jetzt an dem Beispiel General Electric, hat man gesehen, dass der Konzern gerade auch in den 70er, 80ern, auch 90ern in einer gewissen Form unheimlich viel Geld angehäuft hat. Geld, was es nicht nur, ja, wo es nicht nur Sinn gemacht hat, das natürlich auf der hohen Kante liegen zu lassen, sondern auch, wenn man jetzt nicht in irgendeiner Form organisch oder anorganisch als Firma wachsen will, das natürlich auch irgendwie arbeiten lassen will. Und General Electric ist ein Mischkonzern, nebenbei, wo man beispielsweise wirklich alles an Großindustrieanlagen sieht, kann man auch GE als quasi als Bank auch sehen, die auch in der Industrie Industriefinanzierung macht, aber auch Geld mittlerweile an Privatkunden verleiht. Also Sie sehen, das ist in dem Fall eine relativ gute Sache für General Electric, dort zusätzlich Geld zu verdienen, wo es möglich ist. Und sofern Sie den Kapitalmarkt nicht ankumpeln müssen, sprich durch Kapitalerhöhungen, können Sie mit dem Kapital, was Sie angehäuft haben, natürlich beliebig verfahren. Es muss in irgendeiner Form natürlich irgendwann passen. Bei General Electric hat es scheinbar gepasst. Zumindest gibt es den Konzern sowas von lange schon. Die haben das wahrscheinlich auch richtig gemacht. Was kann man sehen? Weitere Fragen: Ist der Konzern solide? Woher kommen weitere Beeinträchtigungen? Woher kann ich quasi Liquiditätsgrenzen irgendwo erkennen, sehen? Kommt da irgendwie eine Liquiditätsfalle für den Konzern? Braucht der Konzern bald Geld? Droht eine Kapitalerhöhung? Das haben wir gerade jetzt auch im Beispiel RWE gerade erst gehört. Zumindest hat sich der Konzern, sprich die Führung, das Peter Therium, in dem Fall schon mal eine Kapitalerhöhungsgenehmigung draußen eingeholt. Zumindest, dass sie die Möglichkeit dazu haben, sollte es nicht der Fall sein, dass sie es anders lösen können. Es kann ja auch sein, dass die Bundesregierung sagt, nein, der Deal kommt nicht zustande, aufgrund von Russland-Sanktionen. Und es ist euch nicht gestattet, weil wir da die Hand drüber halten, euren Teil an einen russischen Großinvestor-Oligarchen zu verkaufen. Da geht es immerhin um 5,1 Milliarden Euro. Das kann interessant sein. Das kann also eine Aktie auch in irgendeiner Form stark beeinflussen, sprich wieder abschwächen. Welche Bedingungen haben diese Unternehmen bei mittellangfristigen Änderungen im Kapitalbedarf, ja, der sogenannten Zuführung neuen Eigenkapitals, beziehungsweise der Aufnahme neuen Fremdkapitals, sprich Kapitalerhöhung zum Beispiel, oder auch eine Weise, wie man auch natürlich draußen hat, Unternehmensanleihen zu begeben. Das ist auch eine beliebte Geschichte. K+S hat das in letzter Zeit sehr erfolgreich gemacht. Da gibt es natürlich da draußen noch zusätzliche Möglichkeiten, die auch zu dieser Fundamentalanalyse gehören. Sie können quasi Ratings sich anschauen. Es gibt Banken bzw. auch Ratingagenturen, die stufen die Bonitäten, sprich die Finanzstärken von Unternehmen ein. Dann kriegen sie genauso gut sogenannte Ratings wie ein AAA oder auch A+ oder ein, von mir aus B, B-, ein C und so weiter. Das sehen Sie auch, wenn Sie sich für Anleihen interessieren, dass es unheimlich wichtig ist, sich auch auf Bonitäten auf jeden Fall einzulassen. Und das ist natürlich auch branchenspezifisch nochmal absolut ein großer Unterschied. Also wer sich damit näher auseinandersetzen will, Bonitäten von Unternehmen und mit den Einstufungen und auch noch zusätzlich, da gibt es wirklich ganz spezifische, die sogenannten Credit Default Swaps für Unternehmen. Ja, da sieht man, wer muss Risikoaufschläge mittlerweile schon zahlen, welche Versicherung gegen Ausfall, gegen den Ausfall der Anleihe. Sprich, wenn das jeweilige emittierende Unternehmen in die Pleite rauscht, müssen Sie Ihre davor an Optionen, die Sie an den Markt gebracht haben, in irgendeiner Form auch versichert haben. Also da wird es teuer, wenn man da relativ nahe dem Ramsch-Status unterwegs ist. Und es wird natürlich günstiger, desto höher die Bonität, sprich in Richtung AAA-Status geht. Um das vereinfacht darzustellen. Also was letzten Endes der wichtige Fakt ist, je höher die Eigenkapitalquote in dem Fall ist, desto höher ist die Solidität des Unternehmens. Und das weist natürlich auch die Stabilität des Unternehmens aus. Letzten Endes, weil Sie müssen sich vorstellen, das ist genauso wie bei einer Privatperson, wenn er über Vermögen verfügt, also sprich einen ordentlichen Batzen Haftungskapital, das er auch irgendwo auf dem Account liegen hat, dann ist er auch bei jeder Bank und bei jedem Unternehmen, das er Geld leihen will, vielleicht
sehr, sehr gern gesehen, weil er hat Sicherheiten. Mit irgendeiner Form wird er diese neuen Kredite oder auch neuen Summen, die er irgendwo vielleicht fremd aufnimmt, dann auch schnell tilgen und natürlich auch zurückzahlen können. Also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Grundlage für die sogenannte gesunde Neuverschuldung. Und bietet natürlich Möglichkeiten für jeden Konzern, sich da auch weiter mit neuen Investitionen zu befassen. Kommen wir zum Cashflow, Cashflow Analysis. Je höher der Cashflow, desto positiv ist die Liquiditätslage zu beurteilen. Denn ein umso höherer Betrag steht nach Abwicklung der Auszahlung für den laufenden Aufwand zur Schuldentilgung, Investitionen und Dividendenzahlung zur Verfügung. Einfach mal abgelesen, es ist auch besser so, weil die Kurs-Cashflow-Analyse wird mit Sicherheit jedem Kopfschmerzen verbreiten, weil sie wird immer sehr hoch gelobt. Funktioniert aber scheinbar auch nicht überall. Sie sehen, wenn wir jetzt beispielsweise hier auf die Kurs-Cashflow-Analyse kommen, kommen wir in die nächsten Grundzüge rein, wo es um Zukunftsversorgen, Investitionspolitik, Risikosteuerung und so weiter geht. Und wenn wir uns damit beschäftigen, kommen wir auch gleich auf die nächsten Kennzahlen, die sogenannten Verhältniskennzahlen, die ich auch in der Überschrift mit eingebaut habe. Das sind Geschichten, die Kursumsatzverhältnisse und so weiter, Kursumsatzverhältnisse umfassen. Bevor wir da kurz drauf kommen, wie wird denn letzten Endes draußen ein Unternehmen bewertet? Die Börse nimmt uns das sehr, sehr schön ab, indem sie ein Unternehmen bewertet, ob sie das jetzt gerecht bewertet oder überzogen bewertet. Wir als einzelner Investor oder auch einzelner Trader können natürlich auch in beide Seiten der Tür spekulieren, sprich Long oder Short, steigen oder auch fallen. Sprich, wenn ein Kapitalmarkt da draußen der Auffassung ist, dass eine RWE plötzlich 35 oder 40 Euro wert ist und es Entwicklungen gibt, die die Aktie dorthin bringen, können wir genauso gut sagen, dieser Wert ist uns nicht, wir werden das nicht so bewerten und werden dementsprechend auf andere Kurse setzen. Das bleibt Ihnen ja belassen, ob Sie das über Derivate tun oder ob Sie das einfach leer verkaufen. Ja, Aktien natürlich, wo es möglich ist. Hierzu möchte ich Ihnen, bevor wir zu den Kursgewinnverhältnissen kommen, noch kurz was zeigen. Und zwar müssen wir jetzt hier mal kurz raus und gehen jetzt beispielsweise via Google mal auf ein Unternehmen wie zum Beispiel Twitter, wo wir nämlich gerade davon sprechen, Einschätzung des Kapitalmarkts. Das könnte ich jetzt genauso gut auf Facebook machen. Sie sehen jetzt hier die Seite von Twitter. Sie sehen hier auf den ersten Blick erstmal gar nicht viel über Investoren. Wo finden Sie etwas über Investoren? Das ist nicht sehr leicht zu finden. Es gibt manchmal dann doch schon Schwierigkeiten, aber auf Twitter und so weiter, dann kommen Sie hier auf die Seite Investor Relations. Und dann, wenn das dann mal geladen wird, aus irgendeinem Grund lädt er das nicht. Doch. Dann kommen Sie auf die Kennzahlen, auf die Daten, auf Investor-Konferenz und so weiter. Englisch in dem Fall natürlich nicht schädlich. Sie können das aber auch noch einfach machen, indem Sie jetzt eine Seite aufrufen, wo Sie ganz schnell an diese Daten rankommen, die auch noch offiziell ist. Securities and Exchange Commission, sogenannte EDGAR Filings. Da klicken Sie drauf, geben einfach Twitter ein. Dann wird das herausgefiltert. Dann finden Sie alle, wirklich alle offiziellen von der Aufsicht, von der Börsenaufsicht, der Securities und der Exchange Commission, alle wichtigen Daten, alle wichtigen Reports. Sie finden dort auch Reports zu den Insider Holdings, sprich welcher Vorsitzende bzw. Vorstand hat wie viele Aktien. Man sieht auch, ob die Aktien gelockt sind, sprich ob er einem Lock-up unterliegt, ob er sie nicht verkaufen darf bis zu einem gewissen Zeitpunkt oder nicht. Man sieht, wie viel Prozent er vielleicht auch noch ausstehend hat, sprich über Optionen als Vorstände und Aufsichtsräte, die werden ja gerne bezahlt über Optionen auch, wann die gezogen werden, ab welchen Kursverhältnissen. Da kann man auch sehen, wann es sich lohnt, in eine Aktie vielleicht auch einzusteigen oder auch besser nicht einzusteigen. Das Gleiche finden Sie auch über
sehr, sehr fragwürdige, illiquide Werte. Sie können da auch Minen jetzt zum Beispiel nehmen, sagen wir mal kanadische Minen. Da gibt es auch die sogenannte Feather, das ist die ungefähr gleich Seite eben SECs für kanadische Werte. Nur mal als Beispiel. Also Sie sehen, das sind unheimlich viele Einzelfakten. Lab Public Company, und dann geben Sie jetzt hier beispielsweise irgendeinen Minenwert ein. Ja, ich hab mal den Wert analysiert gehabt. Da gibt es draußen noch eine Analyse von mir. Search Help. Nips. Falscher Button. Der da. So, und dann sehen Sie genauso auch dort aufbereitet, gerade bei einer Mine natürlich auch interessant, wo haben die Gutachten. Dann werden Bohrungen begutachtet, einzelne Bohrkerne werden Lager vorgehalten. Also sind alles Einzelfallen. Für jede Branche gibt es eine Vielzahl noch von Schritten, die Sie bei dieser fundamentalen Analyse dann auch mit einbauen wollten. Rein abseits der Kennzahlen auch noch Dinge wie gerade jetzt bei Minen, Bohrungen und auch bewiesene Bohrungen, Bohrkern ist so und so ausgewiesen und so weiter und so fort. Der Bohrkern hat einen unheimlich hohen Wert von Wolfram oder Gold und so weiter. Die Lage dort hervorragend, sprich dort ist mit den nächsten Abbau in den nächsten 12 Monaten zu rechnen. Bei einem Kurs der Goldunze von 1300 gerechnet, fällt der Goldpreis ins Bodenlose, steht die Mine natürlich vor dem Aus. Immer wieder auch ein schöner alter Spruch. Ich meine, er war von Mark Twain, gerade was Minen angeht. A mine is a hole with a liar on top. Sprich, eine Mine ist ein Loch mit einem Lügner obendrauf. Fand ich ganz schön. Gut. Was zurück zur Präsentation. Damit wir da wieder drauf kommen. So. Also, Sie sehen also, es gibt neben diesen ganzen Einzelkennziffern auch noch ganz, ganz viele andere Schritte, die es da zu tun gibt. Börsenkurse werden durch Ertragserwartungen bestimmt, sie werden aber auch, wie wir alle gelesen haben, durch technische Bedingungen bestimmt. Der Markt wird immer technischer, also es ist nicht nur die fundamentale Analyse allein, die den Segen bringt, aber zumindest bringt sie einem das Wissen über diese Company, die man sich anguckt. Und man kann sich diese Company natürlich auch auf die Watchlist legen. Man muss ja nicht gleich sofort einsteigen und weiß dann ungefähr, ab welchem Kursverhältnis man zumindest anfängt, Positionen aufzubauen. Oder wo es anfängt, sinnvoll zu werden, auch auf fallende Kurse zu setzen. Also man kann das natürlich ganz beliebig einstellen. Automatisieren können Sie das auch noch. Also es stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen, mit der TWS sowieso. Was noch dazu gehört zu den sogenannten Analysemethoden, Sentiment, unter anderem bei Aktien, ist eine sogenannte Insider-Analyse. Auch das können wir hier noch kurz einbauen, indem wir sagen, RWE oder sagen wir mal bei RWE, wir bleiben bei K&S zum Beispiel. Gehen wir die BaFin-Seite ein. In dem Fall ein deutscher Wert, also machen wir auch die deutsche Aufsicht. Da finden Sie auf der Startseite auch alle Geschichten, alle quasi Überwachungssachen, bei der Rubrik Aufsicht natürlich sinnvollerweise die Insider-Überwachung. Insider-Überwachung finden Sie auch dann in dem Bereich hier unten die Ad-Hoc-Publizität, also sprich Nachrichten dazu. Und natürlich die sogenannten Mitteilungen von den Director Dealings, sprich, also wenn ein CEO Aktien des Unternehmens kauft. Sie geben die ISIN ein, beziehungsweise geben den Meldepflichtigen ein, sie geben den Emittent ein, eins von beiden, sagen wir in dem Fall hier mal K&S. So, und suchen Sie K plus S. Na, wo findet ihr das jetzt nicht? Geht klar, sagen wir mal. Das ist natürlich nicht der klassische Vorführeffekt. Muss man schnell hier die ISIN uns raussuchen. K&S.
Die sind kopieren. DE00KSAG888. KSAG888. So, da haben Sie schon. Und jetzt suchen Sie den Emittenten raus. Dann kommen Ihnen dann die jeweilige Emittenten angezeigt. Und dann sehen Sie, wer die Insider da sind, die dann neulich aufgekauft haben. Gerade jetzt, wo es dann wieder runterging, zum Beispiel jetzt beim Wert, Sie können beliebig jetzt einfach mal draufklicken, dann wird Ihnen ausgewiesen, wann die Person das gekauft hat, also das Geschäft hat es verkauft, wo sie es gekauft hat, wie viel Stück sie gekauft hat und zu welchem Kurs sie gekauft hat. Natürlich kann man sich hier bei dem Betrag natürlich einfach ausrechnen, dass die Dame hier nicht gerade wenig Geld ausgegeben hat. Meldungen werden ab 20.000 Euro auch erfasst. Bei Insidern. Herr Bethke hier zum Beispiel am 14.3. Da kann man wirklich sagen, hier, wenn man auch gerade hier nochmal auf die Analyse hier reingeht, sich den Chart öffnet. Am 14.3. hat er für 21,55 gekauft. Machen Sie eine Stunden, 4 Tage, eine Woche, eine 5-Monats-Analyse. So, und dann sehen Sie am 14., wo wir gekauft haben. Und das ist der 14. Dann sehen Sie ganz genau in dem Bereich 21,50. Fast 21,50 hat die Nadel erreicht im Intraday-Bereich. Und da hat der Herr bei 21,74,5 abgefischt. Nicht schlecht eigentlich, muss man ihn mal lassen. Sie sehen also auch noch weitere Analysen. Also hier wurde in der letzten Zeit gerade, das ist ein schöner Beweis, jetzt gerade sehr, sehr viel gekauft. Also 3, 4, 5 Transaktionen aus dem Insider-Spektrum. Die Herrschaften des Unternehmens sind da wohl der Auffassung, Fundamentaldaten stimmen wohl beim Konzern und es geht wohl trotzdem, der Kapitalmarkt das definitiv anders sieht, wohl doch nachhaltig in die richtige Richtung. Also mit anderen Worten, die sind der Auffassung, der Kapitalmarkt bewertet uns nicht gerecht und wir sind der Auffassung, wir kaufen jetzt, weil es jetzt günstig ist. Fundamental. Rein aufgrund von fundamentalen Daten. Die Börsenerwartung, das hatten wir schon. So. Kommen auf die sogenannten Kennziffern. Diese Kennziffern, das sogenannte Kurs-Buchwert-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Cashflow-Verhältnis. Lassen Sie mich kurz dazu sagen. Ich sehe schon, es ist schon 1928. Es ist unglaublich, wie schnell das hier gerade losgeht. Derzeit. Hauptsächlich das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist immer wieder überall angepriesen, auch angezeigt. Das ist ja natürlich auch relativ einfach, sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis da zu errechnen. Sie sehen dann einfach aufgrund der Informationen, die Sie in der CWS bekommen, was ist der Gewinn der Aktie in den jeweiligen Veranlagungswert, für das Sie berechnen wollen. Wollen Sie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für das aktuelle Jahr nehmen, 2014er Betrag raussuchen, wo anvisiert ist eine Dividende beispielsweise bei der RWE von 1, von 1 Euro. Und wollen Sie natürlich noch zukünftige eventuelle Prognosen damit reinbeziehen und wollen sagen, was ist das Kursgewinnverhältnis ungefähr erwartetes aufgrund des aktuellen Kurses für 2015? Das können Sie dann alles berechnen. In dem Fall auch einfach zu berechnen, indem Sie sagen, ich gehe auf den Taschenrechner und ziehe mir den aktuellen Kurs der RWE aus der TWS. Ein aktueller Kurs aus der TWS, mal gewesen, 29, 29,3, beispielsweise bleiben wir jetzt mal bei der 29, was auch noch gut zu rechnen ist. Ja. Sie haben den Aktienkurs von 29 Euro und der Gewinn je Aktie ist mit 1 Euro angegeben. Das sind 29, ach, was rechne ich denn hier? Das ist ja unglaublich. Dann käme ein Kursgewinnverhältnis. Ein Kursgewinnverhältnis von 12,34 raus. Das ist allerdings gerade andersrum gedreht. So.
Kurs-Buchwert-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs-Cashflow-Verhältnis und Kurs-Gewinn-Verhältnis. Diese vier Kennziffern werden sehr oft auch von den Dienstleistern schon berechnet für die jeweiligen Veranlagungsjahre. Das heißt, Sie müssen die im größten Teil überhaupt nicht selber berechnen, weil sie stehen bereits dort eingerechnet schon. Es gibt immer Schwächen bei den einzelnen Werten, ob das jetzt kurz Buchwertverhältnis zum Beispiel auch ist. Buchwerte, beispielsweise Unternehmen, die haben natürlich auch in irgendeiner Form Immobilien. Wie sind diese Immobilien denn da drin bewertet? Oft ist es ja dann in dem Fall mit dem Anschaffungswert. Dann ist der Anschaffungswert dann relativ hoch bilanziert. In Wahrheit ist das Gebäude dann schon in irgendeiner Form veraltet, hat schon einen enormen Renovierungsstau, weist diverse Schäden auf. Das steht alles nicht in der Bilanz drin, sondern es ist immer noch der Anschaffungswert, der da drin steht. Und es ist in irgendeiner Form bilanziell gar nicht bereinigt. Also auch das ist nicht immer dann das A und O. Also Sie sehen, wie bei jedem Indikator, so ist es auch bei den Kennziffern. Sie sehen bei Indikatoren der technischen Analyse, man muss da auch wissen, wie man die in irgendeiner Form interpretiert, wie man sie gelesen hat. Und genauso ist das auch bei diesen jeweiligen Kennzahlen hier, wo man dann in irgendeiner Form auch für sich entscheiden muss, diese Zahl kann ich hier bei dieser Firma aktuell unter Tisch kehren. Die erweist sich hier als hilfreich. Die werde ich mir definitiv auf jeden Fall als wichtig einordnen. Dividendenrendite, beispielsweise hier in der Form in Euro je Aktie geteilt durch Aktienkurs von 100. In dem Fall, das wäre jetzt vorhin die Berechnung, die ich auch vorhin durcheinander gebracht habe, vor lauter. Sprich, Dividende je Aktie jetzt im Beispiel der RWE, 1 Euro je Aktie, Aktienkurs aktuell 29. Dann mal 100% ergibt dann die Dividendenrendite. Ergibt bei RWE aktuell so 3,5 ungefähr. Das ist natürlich eine andere Geschichte, wie man an die alten Zeiten von RWE denkt, wo die Dividende dann noch bei 2 lag. Dementsprechend ergibt sich daraus natürlich zum jetzigen Kurs eine ganz andere Dividendenrendite von weitaus über 5 bzw. 6% dann. Und in den Zeiten, wo der ein oder andere Investor vielleicht nicht oder Trader nicht die Mühe sich gemacht hat, sich das näher zu betrachten oder auch nicht die den Mut hatte, in ein fallendes Messer zu greifen, was RWE eine Zeit lang war, bei Kursen von 21 bis 22 Euro, wenn man sich natürlich dann die Dividendenrendite abschaut, zu dem Einstiegskurs, auf den man das jetzt berechnen muss, dann hat man auf jeden Fall schon wesentlich besser Beträge für sich hervorgehoben. Allgemein gilt, steigt der Kurs der Aktie, sinkt bei gleichbleibender Ausschüttung die Dividendenrendite. Diese Werte also umgekehrt, steigt die Dividendenrendite bei allem Aktienkurs und gleichbleibender Ausschüttung. Die weiteren Quellen für die fundamentalen Analyseschritte, die habe ich hier nochmal ganz kurz nochmal ausgewiesen. Das haben wir vorhin noch kurz einmal am Beispiel der BaFin erklärt. Das gleiche gibt es für Österreich, Schweiz, das gibt es auch hier auch für Frankreich, das gibt es auch für die US-Werte und auch für die kanadischen Werte. Sie sehen, überall gibt es Publizitätspflichten. Neben den ganzen Quartalsberichten, neben den Jahresabschlussberichten gibt es diese Publizitätspflichten auch für Insidergeschäfte. Sprich also, wenn die Direktoren, wenn die Vorstände, wenn die Aufsichtsräte oder auch deren Angehörige Aktienpakete kaufen, müssen sie das melden. Zum Schluss die sogenannten Weisheiten. Ich kann Ihnen das nicht alles, quasi das ganze Wissen Ihnen wortwörtlich mit dem Hammer servieren. Ich kann Ihnen nur helfen, dass Sie das in irgendeiner Form finden. Das hat ja auch Galilei gesagt. Man kann einem Menschen nichts lernen, man kann ihm nur helfen, das in sich selbst zu finden. Also Sie wissen definitiv jetzt, wo alle Daten auffindbar sind, welche Daten Sie in irgendeiner Form berücksichtigen sollten, dass Sie Bilanzen miteinander auch vergleichen sollten. Sie finden in der TWS die Fundamentals. Wenn Sie es nicht wissen, wie Sie es bestellen, rufen Sie den Service an, der wird Ihnen da definitiv weiterhelfen. Ich lasse das jetzt mal einfach so ganz kurz eingeblendet und lasse das kurz auf Sie wirken.
Ich habe das ja auch schon in den letzten Webinaren immer mal wieder mit eingebracht. Die Zeit ist schon leider etwas fortgeschritten. Ich hoffe, Sie konnten viel mitnehmen und konnten ja quasi einen neuen Schritt, eine neue Analyse, einen neuen Analysewert und Weg da hineinbringen. Und ja, ich hoffe halt einfach, dass Sie einiges verstanden haben, weil ganz ehrlich, also ich hatte Steuerrecht im Studium und habe sehr lange mich damit beschäftigt und während der Zeit in New York auch da Analysen betrieben von Biotech-Unternehmen und von weiteren großen Unternehmen, alles Berichte, die in Englisch verfasst sind, nach US GAAP, aber auch Konzerne nach IFRS. Da habe ich die Bilanzen mir angeguckt, habe mir auch angeguckt, wie andere das größtenteils machen. Also da ist man wenigstens eingelesen. Wenn man sich dann noch nie großartig beschäftigt hat, kann ich gerne glauben, dass auch das wortwörtlich gerade erschlägt. Ich hoffe, das war nicht so. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen. Und ich darf mich vor allen Dingen bei Ihnen bedanken, dass Sie heute Abend bei doch noch relativ warmen Temperaturen zu Hause geblieben sind und sich das angeguckt haben. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, können Sie die gerne formulieren, beziehungsweise natürlich auch über den Service an mich weiterleiten lassen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg noch in 2014. Die Börsen da draußen werden noch eine Weile wahrscheinlich noch turbulent bleiben. Das bringt das Thema Russland und das bringt auch das Zinsdurcheinander, was da auf uns zukommt, Stück für Stück auch mit sich. Ich glaube nicht, dass wir so einen schönen Freibrief wie 2013 noch mal so schnell in diesem Ausmaß geschenkt bekommen. Also das ist meine private Ansicht. Ich bedanke mich. Und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne auf mich zu. Es kommt gar keine Reaktion mehr. Ich hoffe nicht, dass Sie alle eingeschlafen sind, sondern dass Sie möglichst viel Information in irgendeiner Form auch ja, verarbeiten können.